Salü, meine lieben Freunde, willkommen. Ihr seht Frankfurt mal von ein bisschen einem Hügel aus gesehen. Ich mach wieder Go. Es sieht schon ziemlich cool aus, die Stadt, muss ich echt sagen. Guck mal, da oben fliegt ein Flieger. Ah, minus 97.000, perfekt. Bin schon bei Frankfurt bei 400 Einwohner angekommen. Neue Flieger, ein doppelter Bus. Straßburg 712, immer noch absoluter Peak. Frankfurt-Pilsen. Der Frankfurt-Pilsen ist viel zu voll. Da müssen wir mal den Zug erweitern. Fahrzeug verwalten. Hier müssen wir konfigurieren. Du kriegst komplett neu, komplett neu. Du kriegst auch die elektrische Lok hier, 140. Hinzufügen. Und du kriegst Passagier. 1, 2. Ja, müssen erstmal 2 machen. Kein elektrischer Weg, perfekt. Dann warten wir noch kurz. Machen erstmal hier Oberleitung rein. Schön Oberleitung überall, genau. Dann müssen wir jetzt auch den hier konfigurieren. Warten wir kurz. So, stopp. Weg, weg, weg. Und wir machen Hochleistung mit Hochgeschwindigkeit mit Oberleitung. So, und fertig. Weil du fährst voll und lässt 40 Leute da stehen. Das ist nicht geil. Ich meine, Pilsen gut, hat sich gut erweitert, aber jetzt können wir Fahrzeug verwalten. Konfigurieren. Weg, 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 weg. Elektrisch. 140 km/h. Passagier. Zack, zack, zack. Oh, das geht immer noch nicht. Ich leihe mir einfach gerade mal ein paar Millionen. Scheiß drauf. Wo bist du? Hier bist du. Fahrzeug verwalten. So, jetzt aber, ey. Und nochmal und nochmal. Immer noch nicht. Oh Mann, leihen und Fahrzeug verwalten, aber jetzt. So, jetzt kannst du richtig mit Speed hier rüberfahren. Und 105 Leute laden, das ist wichtig. Ich bezahle so lange die Schulden wieder ab. Wir müssen aber mal ein bisschen mehr die Einnahmen stärken. Ich meine, guck mal. Wenn wir gucken... Luft macht vor allen Dingen Minus. Wasser haben wir eh nichts. Eisenbahn macht am meisten Plus. So, du gibst jetzt die Leute hier ab. In Straßburg, in Frankfurt. 57 halt nur. Also die Rückfahrt lohnt sich nicht so krass. Aber das ist auch nicht so schlimm. Na komm, hier warten Leute richtig jetzt. 40 Leute. Ich guck mal kurz. Tram Frankfurt. 18 sind schon die neuesten, oder? Ne, wir können nochmal einmal verbessern. Zahlen zurück. Ja, damit wir Frankfurt richtig gepusht bekommen. Ich meine, wir gucken mal kurz. Ja, ja, wir brauchen hier den größeren Flughafen. Öl kommt jetzt richtig rein. Das ist gut. Wenn wir allgemein mal gucken, Flugzeuge. Öl ist okay. Dich können wir hier verkaufen. Ist unnötig. Hier brauchen wir 9, hier brauchen wir 9, hier brauchen wir 9. Brauchen hier den größeren Flughafen einfach. Hier bei Waren gucken, hier stapelt sich's an. Der kann nicht genug mitnehmen. Und du brauchst... viel mehr Stahl. Und an sich Stahl haben wir definitiv genug. Das Problem hier ist auf jeden Fall die Flugzeuge. Die wir nicht haben. Kohle, da wird 100% Versand. Die machen Fett plus, ne? Ja. Wenn wir Bus angucken hier. Alles mega. Kohle Frankfurt eskaliert komplett. Wir können gar nicht richtig nachproduzieren. Das ist aber sehr schön. Hier haben wir jetzt auch genug Stahl. Nee, nicht genug. Nicht genug Stahl produziert, weil zu wenig Eisen. Yes, wirklich zu wenig Eisen. Wir brauchen hier die neuen Landstraßen. Mittlere Landstraßen sind es. Einmal, zweimal. Na, können wir sogar hier machen. Oh, jetzt habe ich Tramgleis gebaut. Whoops. Nein. Das brauche ich hier nicht. So. Und jetzt graden wir die Fahrzeuge ab.
Das ist Eisen Frankfurt. Eisen Frankfurt. Schlecht und alle mittelmäßig alle. Verbessern. Hier, zack. Kostet 6 Millionen, aber dafür gehen die richtig ab. Also können die richtig abgehen. Auf 80 km/h beschleunigen. Ist hier Max Speed. Damit sollte nochmal deutlich mehr Geld reinkommen. Wir sehen schon, wir kommen langsam richtig weit. Industriestatistik. Geht mir richtig gut schon. Städtestatistik. Wächst jemand nicht? Ne, alles wächst. 170% wächst Frankfurt. Am meisten dann Straßburg, dann Pilsen. Kurz gucken. Größe, gut, da kommt nichts an Straßburg ran. Salzburg-Düsseldorf, den wir alle nicht verbunden leider. Aber guck mal, wie fett das Stahlwerk ist, ey. Ich glaube mal, werden die auch größer? Ich glaube nicht, ne? Nee, du bist so groß wie immer. Okay, egal. Aber wir brauchen jetzt eigentlich voll viel Geld einfach nur. Das heißt, wir müssen eigentlich auch nur Geld sparen. Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Wir hätten Frankfurt über den Fluss mit Stettin verbinden können. Und dann wir uns ein bisschen was sparen können, aber ich denke, das ist okay. Ja, kostet einfach hier viel Geld. Als nächstes würde ich gerne den Stahlflughafen vergrößern. Ja, das brauchen wir. Wir müssen eigentlich vor allem Geld sparen. Oder wie viel Geld können wir uns denn leihen? Wir können uns natürlich auch extrem viel Geld leihen. Ja, was soll ich sagen? Wir gucken kurz. 50 Jahre, es geht extrem hoch. Immer wieder dicke Investitionen hier getätigt. So. 24 Rohöl. Ja, wir müssen. Irgendwelche Fahrzeuge geht sehr schlecht. Können wir jetzt nicht irgendwie nachgucken? Unterhalt, konfigurieren, nee. Das konnte man, glaube ich, einstellen. Was bist du? Bus Straßburg. Setzen wir mal Passagier. 21. Ah, dann brauchen wir dich und dich können wir verkaufen. So viel brauchen wir dann nicht. Eisen, alles mittelmäßig, das ist aber alles okay. Sehr gut, sehr gut. Sehr schlecht, die Getreidezüge. Scheiße. Holz Frankfurt, auch alles sehr schlecht. Dann machen wir ganz kurz Cargo. Holz. Machen wir mal dich, ne? Holz 2, machen wir das gleiche. Und dann verbessern wir hier noch schnell die Straßen. Landstraße, mittlere Landstraße. Damit du auch die 80 km/h kommst. Wenn wir hier zu 100%. Alter, 156. Und du hast genug Bretter. Und du machst richtig gut Gewinn, gell? Ich erweitere dich mal ganz kurz. Konfigurieren. Ah, dich machen wir auch noch weg. Hochgeschwindigkeit plus Oberleitung. Machen wir richtig lang. Plattform, Güterplattform. Das geht nicht. Nochmal, nochmal konfigurieren. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich will hier auch mal was, ein bisschen was schaffen hier, ey. So. Gleise, Hochgeschwindigkeit mit Hochleitung. Machen wir mal hier alles. Hier wird natürlich ein bisschen schwer zu erweitern, aber kriegt man auch hin. Jetzt haben wir das. Gleise. Nur noch hier anschließen. Zack, passt. Jetzt kommt richtig gut Geld rein. So, dich würde ich auch gerne verwalten, aber wir müssen uns erstmal Geld sparen. Wir müssen erstmal einen anderen höher, größer machen hier. Es scheint zumindest mal genug Stahl herzukommen. Hier fehlt es immer noch an Eisen. Aber wir kriegen hier einfach nicht mehr.
Gibt's noch irgendeinen Eisenlieferanten in der Nähe? Ja, hier. Der ist aber schon ein bisschen sehr weit weg. Ja, das kriegen wir eigentlich nicht hin. Hier wäre noch Eisen. Ist aber auch schon relativ weit. Komplett versandt. Du brauchst halt immer zwei Eisen. Das ist das Problem. Wenn hier ein Eisen nur liegt, ist halt ziemlich schlecht. Da kommt Eisen rein. Jetzt kommen hier die Eisentransporter. $132.000 macht der halt mit einer Lieferung. Das ist schon stark. Hier ist schlecht, dass die immer so abbremsen müssen, ne? Lass ich mal ganz kurz. Nee, nicht. Einfach den hier machen. Und dann so. Wir müssen die nicht so stark abbremsen, wenn sie herfahren. Und dann dürften die eigentlich ziemlich gut durchfahren können. Also wir sind am struggeln, aber an sich, ich meine, die kommen in einer guten Frequenz, so ist nicht. Okay, wir wollen ja aber hier den Bahnhof hier erweitern. Wir machen das am besten. Ich meine, wir den hier einfach abbauen. Und dann hier Gebäude, Güterkopfbahnhof, einfach lang. Ich meine, wir probieren einfach mal aus, ne? Achso, ja, dich brauchen wir nicht. Hier einfach geradeaus. Das reicht wahrscheinlich nicht, ne? Doch, das reicht. Perfekt. Mehr brauchen wir gar nicht. Jetzt können wir schon den Zug erweitern, wenn wir soweit sind. Wir müssen noch eine Dampflok. Aber 145 km/h. Also ist nicht schlecht. Aber du fährst vor allen Dingen mit zu wenig Cargo. Da geht mehr. Cargo. Das sind 13. Ja, ja, das ist schon. 130 Kapazität. Das ist relativ lang, aber auf jeden Fall nicht zu lang. Das ist das Wichtige. Ja, ja. Easy, easy, easy. Da können wir noch zwei Wagen. Ja, zwei Wagen können wir noch hinten dranhängen, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Wohngebäude? Nee, Frankfurt an sich steigert sich weiter. Obwohl es eigentlich schon am Maximum ist. Ich weiß nicht, warum das so gepusht war eben gerade. Frankfurt-Straßburg macht auf jeden Fall einen nice Gewinn. Frankfurt-Stettin dürfte hier gerade langfahren irgendwo. Ah nee, ist gerade angekommen. Sehr schön. Stettin an sich ist auch gut gewachsen auf 140. Kann sich sehen lassen. Okay, hier werden genug Waren an sich produziert. Wie viel warten hier? 12. Ja. Die haben aber an sich auch genug Fahrzeuge dafür. 125, 127. Ja, wir bräuchten halt vor allen Dingen, weil das kann sich erweitern. Aber wir bräuchten halt eine zweite Stahlfabrik oder so, ne? Ich finde, das merkt man. Wir brauchen hier den größeren Flughafen. I'm very sorry, aber... Abreißen. Finanzen, Tabelle. Zeit, uns ein bisschen Geld zu leihen, würde ich sagen. Ich glaube, 30 Millionen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie teuer der ist jetzt. Güterflughafen. Also auf jeden Fall ziemlich groß. Ach, so teuer ist er gar nicht. Also immer noch 15 Millionen für einen Flughafen. Boah, das lägt auch immer richtig, wenn man den baut, gell? Bauen wir mal so. Zack. Und dann brauchen wir noch einen Güterflughafen hier. Damit die da auch überhaupt noch landen können. Das bringt das nämlich überhaupt nichts. Ah, scheint ein bisschen zu teuer zu sein, maybe. Ah, gerade noch ein paar Millionen mehr leihen. So, jetzt aber. So, dürfte es gut passen.
Ja, sieht doch perfekt aus eigentlich. So, jetzt brauchen wir nur noch die größeren Flugzeuge, da müssen wir noch kurz Geld sparen. Ich meine, auf Stahl steht Tina, haben wir nur ein Flugzeug und direkt verkaufen. Wir leihen uns direkt ein bisschen Geld. Und dann kaufen wir uns hier ein Flugzeug natürlich. Cargo. Groß. 20, 24, nehmen wir das, was 20 haben kann. Sagt hier direkt Stahlstettin. Let's go. Flieg, mein Junge. Flieg und sieg. Mal gucken, wie viel Geld du bringst mit einem Flug. Du kannst auf jeden Fall viel mitnehmen. Okay, es sind nur 7 eingelagert. Okay, sad. Dann müssen wir kurz warten. Aber das ist nicht so schlimm. Brauchen wir nur noch hier einen großen Flughafen. Und vor allem dann die großen Flugzeuge, das ist klar. Okay, du produzierst gar nichts, weil du keinen Stahl hast. I see. Hier warten relativ viele Leute über mit dem Bus. Bus Straßburg. Oh, hat aber eigentlich genug. Wir müssten ja eigentlich die Linie hier erweitern, ne? Hier Wohnhaus, ganz viel. Wir müssen ja eigentlich mal Linie erweitern. Das machen wir mal. Kurz Stopp. Wenn wir kurz die Linie uns angucken. Die Tramlinie müssen wir. Eine hier, okay, ist mal wieder. Straßen mit elektrisch. Und erweitern. Oh, jetzt ist eine mittlere. Ah ja, das ist eine mittlere. Erweitern wir hier mal die Straßen. Für eben auch die Tram. Jetzt hier eine Zwischenstopp. Das machen wir weg. Ich meine, was sind hier? Das hier ist auch Wohnhaus. Das sind vor allem Geschäftsgebäude. Hier unten. Die Buslinie müssen wir deswegen auch erweitern, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt mal Gebäude. Hierfür. Hier noch eine hin. Da noch eine hin. Blumenstraße. Und dann machen wir hier noch eine hin. Und bei der Busspur, wie fährst du denn? Fährst hier runter, einmal darum. Machen wir jetzt bei der Busspur so und machen dich weg. Und jetzt nochmal Linien bearbeiten. Linien hier. Tram Straßburg, Linie verwalten. Erstmal alle wieder weg. Du fährst von hier rüber, dann dorthin. Haben wir. Jetzt nächste Linie, das wäre Bus Straßburg. Linie verwalten. Erstmal wieder alles weg. Fährst von Blumenstraße hier runter. Okay, das machst du nicht. Fängst hier an. Hier runter. Dahin, dorthin. Hierhin, dahin. Nee, nicht Marktplatz. Die hier. Rosenstraße und fährst dann da hoch. Und weg. Können wir dich verschieben? Gleis 1. Ah, das müssen wir eingeben. Dann kommt es nämlich nicht richtig in die Quere. Fährt nämlich so. Wobei am besten wäre es schon, wenn die so fahren würden, gell? Wobei, das ist in Ordnung. Dann würde ich aber auch ganz kurz Straßenfahrzeuge. Dann kaufen wir einen Bus mehr. Für Bus Straßburg. Und wir kaufen eine Tram mehr? Ne, Tram ist okay. Müssen wir mal gucken, wie es entwickelt, einfach auch. Wenn uns die Leute warten. Na, da geht mehr. Kraft Zeppelin. Neues Boot. Ich kann es über 50 Millionen leihen. Ja, okay, dann.
Tschüss. Und großer Güterflughafen. So, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So. Und dann brauchen wir, jetzt haben wir hier ein. Brauchen wir nur noch hier ein. Das machen wir dann. Das sind vor allem auch erstmal die Flugzeuge. Nur Flugzeug. Kunststoff Straßburg. Beide verkaufen. Stopp. Kaufen wir hier direkt. Groß, Cargo. Der mit den 24, zweimal. Kunststoff Straßburg. Du musst ja einfach beliefern. Du musst ihn einfach beliefern. Gut, du fährst halt jetzt mit nichts. Das ist halt sad, aber so ist das. Wie sieht's denn hier aus? Ah, du bist ganz knapp davor, eine neue Stufe zu erreichen. Das wäre halt actually huge. Weil, I mean, es wird ja eigentlich alles versandt, was versandt werden kann. Ah, das hat gerade geladen. Ich dachte schon. Frankfurt Pilsen 67. Hier kommen 63 an. Du fährst voll. Zumindest in die Richtung auf jeden Fall. Du 122. Ja, hier wartet echt viel. Das ist geil. Frankfurt Hauptbahnhof ist big. Auch wenn die Straße ein bisschen random ist. Die mach ich mal weg. 1,5 Millionen, wie viel gibst du? 1,3 Millionen, nice. Du fährst mit 54 weiter, du mit 48. Sehr in Ordnung. Wie sieht's hier aus? Sieht eigentlich nice aus. Wie viel machst du denn? Wo ist denn der Zug für die Bretter? Nicht dumm. Ach, da fährt er doch. 4,3 Millionen macht er jetzt. Hell yes. Hell yes. Mega geil. Du bekommst auch halbwegs genug Stahl. Ich meine, mehr geht nicht. Mehr können wir nicht rausholen. Plus 90%. Wir holen hier wirklich alles raus. Ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir noch, dass wir genug Geld bekommen für die Flugzeuge. Und dann geht es darum, ich würde sagen, eine neue Stadt anzuschließen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag und ciao, ciao.